Hallo, herzlich willkommen bei Simone Stempelt. Ich möchte euch heute eine Idee zeigen mit dem Schattenspiel, dem Baum, wobei es ja eigentlich mehr ein Ast ist, aber ich habe ihn verwandelt in einen Baum. Jetzt zeige ich euch gleich auch die Karte, was man auf meinen Bildern leider nicht sehen kann. Ich habe so ein bisschen Glitzer damit reingesetzt. Genau. Und da seht ihr quasi den Baum. Dadurch, dass ich das eine Klappkarte daraus gemacht habe, mit mehreren Varianten, habe ich den Ast halt einfach als Baum eingesetzt. Genau, denn wenn er an der Seite hängen würde, dann wäre das Mädchen auf der Seite. Ich weiß nicht, wie es bei euch mal war früher. Genau, als ich habe gerne geschaukelt und immer wieder im Himmel geschaut. Auf dem Spielplatz, wo wir waren, auf den großen, da war das möglich. So, möchte ich euch natürlich ja auch noch die andere Variante zeigen, ohne etwas anderes preiszugeben. Ja, da ist dieser süße kleine Junge, dieser Flieger. Also in dem Fall könnte man meinen, oh, der hat seinen kleinen Flieger im Baum verloren, der ist da hängen geblieben. Aber man kann ja auch einen neuen nehmen und weitermachen. Dann habe ich noch ein anderes Motiv dazu genommen, und zwar das Pärchen, genau, unter dem Regenschirm, ein paar Tropfen fallen da auch runter, also so hat man richtig schöne Szenen, und selbst zusammen finde ich das auch total toll. Da ist der Flieger dann allein unterwegs, Möwen da oben, ja. Das werde ich euch jetzt zeigen, wie man diese Karte fertigen kann. Ihr könnt auch, das ist ja von hier bis da ist es ein A4-Bogen und ich habe das Teil noch untergesetzt. Aber man könnte genauso gut auch nur den A4-Bogen dazu nehmen. Ja. Starten wir einfach mal. Ja. Unseren Sachen. Ein paar Kleinigkeiten sind noch dazu gekommen, und das könnte ich ja auch gleich direkt zeigen. Und zwar diese Pünktchen, die ihr da draußen seht, die habe ich aus dem Stempelbett mit Mehrwert. Das ist da unten. Dann diese kleinen Büsche. Die habe ich auch schon mal woanders eingesetzt. Die sind von außen oben in der Ecke da, Fabry Frames. Und die Möwen kennt ihr mit Sicherheit auch, oder? Fällt euch vielleicht ein? Ja, setzt die Segel, da sind die mit drin vorhanden. Und den habe ich einfach ein zweites Mal abgestempelt und dann ausgeschnitten. Dann ein Spruch. Na klar, unser Stempelset hat natürlich auch verschiedene Sprüche. Hör nie auf zu träumen, das ist das. Und erst habe ich gedacht, man könnte das ja auch noch mit dazwischen setzen. Ja, gucken wir mal. Vielleicht stempeln wir das noch aus und setzen das auch noch da oben hin. Da auch ein bisschen von dem Rotton sich wiederholt an mehreren Stellen. Oder wir nehmen kleine Herzchen. Und passt ja auch dazu. Okay, schauen wir doch mal. Alles an die Seite legen. Das nehmen wir uns auf jeden Fall erstmal was zum Schneiden auf A4-Bogen. Das Maß der Karte ist 13 x 13. Das sind hier 5¼ Inch. So ist die ganze Karte. Und ihr schneidet euch wirklich auch so aus. Einen ganzen Streifen. Einfach nach unten den Durchschnitt. Wenn wir die Karte, ich muss sie ja doch immer wieder hervorholen, also wenn ihr wollt, dass da unten noch was dran kommt, ich habe hier ein Stück mit rübergezogen, dass ich dann das Restliche verarbeiten konnte. Wir können das auch mal komplett messen, von da bis da. Ah, das ist anders so. Schneide da rein, dann habe ich das glatt anliegen. Genau, also
da ist es angegeben. Das sind 25,2 Zentimeter. Und so ist man gar, so lang ist mein ganzes Teil. Wenn das dann nicht auskommt, die erstmal an der einen Stelle, dann kann man ja noch was abschneiden. Wir legen das jetzt an bei an der Hälfte. Ah ne, erstmal die 4 cm, die ich ja da habe. Genau. 4 cm, das ist 1/69 Inch. Genau. Das ist auf dem Millimeter nicht ganz drauf an. Ja. Und dann brauchen wir ja für die Hälfte an der Stelle. Ach, das muss ich ein bisschen runter machen. Damit ihr das auch seht. So. An der Stelle die Hälfte von der Karte, sind ja 6,5 plus die 4, sind 10,5. Da machen wir uns eine Faltlinie rein. Jetzt schlagen wir aber das andere ein und da habe ich ein bisschen weniger genommen. Also nehmen wir jetzt 6,3 dazu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und dann noch 2-3 Millimeter. Jetzt gucken wir mal, wie es am besten hinkommt. Da unten rein. Da machen wir jetzt auch eine Faltlinie. Mehr an Faltlinien brauchen wir nicht. Es sind ja eigentlich nur die beiden, die da angegeben sind. Nehmen wir uns das Faltbein. Durch das da so an, glatt an, gerade an der Kante. Und da auch. Da haben wir dann ein bisschen Abstand, dass man die andere Karte noch reinsetzen kann. Jetzt gucken wir nochmal unsere Karte an. Ist die jetzt wirklich 13 cm? Die ist jetzt ein bisschen größer. Und das schneiden wir uns dann ab. Ja, dass ich wirklich mal 13 mal 13 cm habe, das Maß. Und so sind dann jetzt meine vorgegebenen Linien. Also hier hat man jetzt nicht unbedingt eine Linie selber, wie man hier sieht. Ich musste da sogar noch was mit abmachen. Das müssen wir nachher kontrollieren. Wenn ich jetzt diese Karte, genau, gleich mal gucken, überschlage, dann ist das, was hier da ist, ist etwas zu viel. Das heißt, wenn ich das einschlage, dann habe ich immer diesen Bogen. Also muss ich noch ein bisschen wegnehmen. Wir können jetzt auch mal das ganze Stück hier alleine messen. Das ist da schon etwas, ist das schon etwas weniger, aber wir werden das trotzdem rausnehmen. Da so 2 mm. Ich mache das aber jetzt mit einem anderen Teil, genau, weil der Schnitt einfach sauberer ist. Dann gucken wir mal, ob das ausreicht. So. Da rumlege und dann falte, dann ist es glatt. Das ist entscheidend, dass es glatt ist, wenn du das hinlegst, weil sonst habt ihr immer einen Widerstand. So. Dann ist die Karte nicht mehr ganz 13 mal 13, aber das fällt jetzt nicht so stark auf. Entscheidend ist einfach, dass das Ganze funktioniert, dass es mit dem Falten auch klappt. Könnte natürlich auch hier schon ein bisschen mehr ansetzen, aber ich fand es trotzdem mit den 6,5 passen mit dem Baum. So, den Baum habe ich ja schon vorbereitet, ratzfatz gestanzt.
den setzen wir dann nachher dahin. So. Entscheidend ist ja, dass hier nachher hier der Junge hinkommt. Da muss man aufpassen, dass man das genau, dass man das nicht vergisst, weil ich habe schon eine Karte gemacht. Da habe ich den Jungen, das Mädchen auf der Stelle gemacht und das sieht ganz seltsam aus, wenn sie dann ohne den Baum da rumschaukelt. Genau. Also entscheidend. Wenn wir das jetzt unserem Separator reinlegen, dann klappen wir uns das direkt um. Und dass da gar nichts passiert. Das machen wir am Anfang. So. Damit der Baum auch an der richtigen Stelle landet, legen wir uns den mit drauf. Man könnte ihn auch schon ankleben. Und wenn ihr nicht wollt, dass sehr ganz viel angeklebt ist, dann schiebt er einfach nur so ein bisschen das Teil, weil es soll ja noch probeweise kleben erstmal. Damit wir wissen, wo kommt denn das Mädchen hin. So. Aber auch noch alles genau auf der Karte drauf ist. Ja. Ich habe ja was vorbereitet. Ich habe die Karte ja schon gehabt. Da sind alle Motive drauf. Dann sehen wir jetzt unser Mädchen. Da ist noch was drauf gelandet. Das wollen wir dann mal eben reinlegen. Ja. Trocken zu machen und wird die Karte nass. Oh, ich habe es. Legen wir uns das auf. Ich muss ja mal eben das kontrollieren. Genau. Ich habe das Mädchen und die Karte 2 cm versetzt. Mal legen wir unter den Baum. Jetzt gucken wir mal, ob es noch passt. Ja, wunderbar. Ich habe deshalb versetzt. Nehmen wir den mal kurz wieder ab. Weil die Füße, die wollten sich nicht aufstempeln lassen. Weil ich so nah an der Kante war. Musste man richtig mit Gewalt drücken. Das wollte ich jetzt vermeiden. Und deswegen habe ich dir 2 cm Abstand gemacht. Nehmen wir uns die Farbe. Espresso. Ihr könnt auch schwarz nehmen, was ihr wollt. Schatten ist ja dann schwarz, aber ich mag es eigentlich auch ganz gerne mit dem Espresso. Ja. Wenn wir die Farbe gut aufbringen. Wir werden es auf jeden Fall mehrmals machen, weil die dann einfach besser gefüllt ist. So. Da hatte ich das mit den Füßen und dieses Löchlein wollte irgendwie so gar nicht richtig zugehen. Obwohl es jetzt da wesentlich weiter weg ist, hat trotzdem so leichte Probleme. Deswegen muss man dann noch. Stellt euch das hier in der Ecke vor, das ging irgendwie überhaupt nicht. Weil es konnte man ja nicht wirklich runterdrücken. Also man könnte da noch mal anderweitig nachhelfen. Guck mal. Dass er dann vielleicht eine Aquapainter nimmt oder so. Jetzt gucken wir noch mal. Müsste doch jetzt klappen. So der letzte Zipfel will ich. Aber wir lassen es jetzt. Ich meine, mit dem Aquapainter noch mal was. Kann man dann noch mal ein bisschen was nacharbeiten. Okay. Wenn man unnötig Stress machen muss, auch nicht sein. Ja, das ist mein erstes Motiv. Ja? Da drauf.
habe ich denn das Bäumchen? Ja, setze ich da jetzt nochmal hin und gucke mir das an. Wunderbar. Und so deckt es dann noch ein bisschen ab. Mein erstes Motiv. Haut trocknen lassen. Ah. Und vor allen Dingen, dass die Finger da nicht drin landen. So. Wenn wir jetzt das andere machen. Und umdrehen. Aber nicht vergessen. Ich hätte das schon fast vergessen. Reinigt euch das unbedingt. Weil mit dem Finger kommt man da auch schnell mal dran. Wenn man das ja umklappt. Okay. Mal das oben rein. Oh, das ist ganz schief abgeschnitten. Das müssen wir nachher noch kontrollieren. Ich wollte noch mal einmal testen mit der Karte, ob es zusammenging. Ob ich das wirklich auch zusammen abgeschnitten habe. Ja. Habe ich so nicht draufgesetzt. Muss auch machen, aber. Noch mal ganz kurz anlegen. Keine Ahnung, warum es so schief geworden ist. Kann man ja wieder kontrollieren. So. Ja, weil da in der Mitte liegt es ja nachher auf. Da ist ungefähr meine Linie. Wir können das ja auch gerne mal ein bisschen kontrollieren. Nehmen wir uns das Magnet hier hin. So, und hier ist die Mitte. An der Stelle. Und damit ihr wisst, okay, ist das Kind jetzt wirklich da im eigenen Bereich? Aber auch nicht zu nah, weil ja der Baum da noch hinkommt. Kontrolliert es ruhig. Dass ihr seht, okay, mein Junge ist wirklich da an der richtigen Stelle positioniert. Okay. Dann geben wir mal die Farbe da drauf. Aber wie es wird, ja, das ist jetzt beim ersten Mal. Da oben die Vögel gleich auch mit dazu geben nochmal. Da muss man dann etwas fester drücken, dass sie da auch abgedruckt werden. Wird immer voller dann. Also da seid auch wirklich mit dem Temperatus leichter, das sauber hinzubekommen. Und auch in der vollen Farbe. Der Junge ist auf jeden Fall schon gut abgestempelt. Noch ein Pärchen. Ja. Oh. Die Vögel sind auch drauf. Jawohl. Da haben wir die Motive da alle drauf. Und jetzt kommt eigentlich nur noch ein Extra. Und das machen wir auch sofort.
diesen roten Flieger. So als Schutzpapier. Das ist sauber von unten. So. Und das ist mein Probeteil. Und dann gucken wir mal, wo der Flieger landet. Wir nehmen die Karte runter. Braucht ja gar nicht darunter sein, auch wenn wir Probestoff nehmen. Papier. Stoff, sag ich schon. Ja, ja, die Schneiderin mit ihrem Stoff. So, da habe ich Kussrohr für genommen. Einen kleinen Flieger auch schon vorbereitet. Das ist soweit fertig mit dem Stempelatus. Und die Kleinigkeiten, die ich ja da drauf habe, die kann man auch von Hand stempeln. Werden wir auch von Hand stempeln. Machen wir gleich mal an den Baum. Das. So, dass er auch wirklich mit seinem Ast da dran ist. Das Mädchen nicht in der Luft hängt. So. Ich glaube, so geht. Da oben. Habe ich einmal so einen Regentropfen ein bisschen drauf, einfach runter gemacht, Rauchblau genommen. Mit grobem Papier, ein bisschen in die Mitte rein. Da. Das ist noch. Das ist kein Rauchblau, vermischt. Da war der nicht sauber. Schade, nicht so sehr zu ändern. Das bleibt jetzt so. Jetzt ist es auch blau. Ja, immer gefährlich, wenn man das nicht reinigt. Gell? Machen wir da mal so ein bisschen was zwischen. Ein paar. Bis so ein bisschen nach blau ausschaut. Na, gibt es mehrere Regentropfen. Und unten habe ich ja. Genauso wie bei dem anderen auch Espresso genommen. Genau. Und ein klein wenig Schutz dabei, weil das Teil ist länger als mein Raum, der da ist. Wenn wir uns jetzt genau eine Linie anlegen so, und den Rest dann hier drauf stempeln. Müssen wir uns die Stelle merken. Kriegt ihr euch zur Not was hin. So, so und dann gibt es da so einen hübschen Bogen drin. Und den dahin. Das ist genau da rein. Und ein paar Büsche. Ich habe
da gesehen, da habe ich so ein bisschen, ja, ich glaube, das machen wir auch, das ist nicht ganz so dunkel. Wir nehmen Tannengrün, nicht Waldmus. Man kann es auch miteinander mischen. Da glaube ich Rauchblau, schnell weg. Einmal kontrollieren, damit es nicht wieder schief geht. Und dann habe ich einfach so ein bisschen versetzt an dem Weg. Ein paar Büsche hingemacht. Bei dem Jungen. Und rum. Hey. Ja, das Zahngrün. Ah, okay. Könnte auch sein, dass es Kleegrün war, ne? Muss man nicht mal alles hundertprozentig machen. Bei manchen Sachen schon, aber nicht, wenn es um die Gestaltung geht. Da kann man da auch mal ein bisschen offener sein. Wir können dann mal einen. Das war einfach mal ein Vergleich. Ich würde sagen, dass es der war. Der ist etwas heller. Aber passt schon. Es waren so viele Grüntöne, das ist echt erstaunlich. Sind ja noch nicht mal die einzigsten, diese drei. Okay, den müssen wir noch richtig befestigen. Dann nehmen wir mal einfach ab. Da auch. Und dann habe ich so ein bisschen, weil der darf ja hier nicht festgeklebt werden, dann kann ich das nicht mehr bewegen. Sondern ich habe dann ein bisschen in dem Bereich dann etwas fester aufgelegt, dass ihr dann da ein bisschen Kleber hinmacht, damit das ein bisschen flacher auf diesen Ast drauf ist nachher. Jetzt soll ich die Folie abmachen. So. Tada. Weil er hebt sich ja da so ein bisschen ab. Kann man auch nochmal unterdrücken. Die süße kleine Szenerie. Hier ist unser Stempel. Hör nie auf zu träumen, den schneiden wir uns jetzt auch damit ab. Vielleicht erstmal so. Also dieses Gerät gibt es nicht mehr zu kaufen, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich hoffe, dass Stamping Up auch in der Richtung was rausbringt. Werde ich auf jeden Fall nochmal wieder vorschlagen, weil es ist ein klasse Teil. Kommt eher eigentlich aus der Fotoecke. Aber es ist wunderbar, weil dann hat man nicht so ein großes Teil, wenn man das sonst so gleichmäßig schneiden. Vor allen Dingen die kleinen Stücke, ne? Machen wir ein Fähnchen und ein Pfeil. Ach, wir machen nochmal einen Pfeil. Hm. Nein, aber
Kante wieder mit dem. Gucken wir uns das an. Ja, bei diesem kleinen Flieger, den habe ich dann so zwischen diesen Ästen geklebt, genau da rein. Jetzt hier mal ausschneiden. Oh, schaut mal, der Magnet hat sich angeklebt. Dazwischen. So, da machen wir uns einen flachen Streifen da. Das habe ich ja auch von hier genommen. Flieger dran. Ja, klebt wunderbar am Finger, wie man sieht. Ja, ja dann. Ha, da war Papier drunter. Deswegen ging das. Ich gleich das ganze Papier mit abgeschnitten. Genau. So. Nicht auf den Kopf. So, jetzt setzen wir uns den dahin, wo nachher diese Karte auch landen wird. Genau da so schön rein. Also ein bisschen noch. Da fliegt er ganz alleine. Ja. Unterwegs. Wieder hält er dran. Für unseren Reifen, da habe ich das Band, ja, olivgrün-faungrün genommen. Ja, dieser Farbton ist da mit drin und dann habe ich ja auch noch so einen schönen hellen Ton dabei. Guck mal eben von der Länge her. Mein Streifen. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Das mache ich dann noch mal ein bisschen länger. Wollen dann noch die Ecken entscheiden, aber ich habe, vielleicht habt ihr es gesehen. Ich habe schon da so ein bisschen einen Faden weggezogen. Gucken wir mal, wie es geht. Eigentlich ganz leicht, aber man muss einmal den Anfang haben. Kennt ihr ja schon von mir, das so gerne diesen Faden ziehen. Das haben wir nicht so viel. Gucken, ob wir noch was abkriegen. Mehr will er gerade nicht. Egal. Will er nicht abgeben. So. Von unten ist es eher da dunkler und von oben heller. Legen wir uns mal drauf. So, passt eigentlich ganz gut. So, das Abreißklebeband. Schauen wir mal. Was hin?
Dann setzen wir uns dann das da drauf. Ja, sollte eigentlich nicht rausgucken. So. So, überlappen. Weil ich ja auch den Streifen weiter zurückversetze. Ja, das gucken wir, ne? Ja. Kleber und Dings mit einer Schere ist gefährlich. Hab dann mein mit befestigt. Und dann dieses Band da noch ein bisschen mit drunter gemacht. Nicht ganz so viel, aber ein bisschen. Das ja, sieht, lockert halt einfach alles auf. Schnell nochmal zurück. So, jetzt haben wir ja schon das meiste fertig. Und ich habe gedacht, ich fände es eigentlich schön noch, wenn wir irgendwie was Rotes noch da machen, habe ich ja gedacht. Ne? Jetzt nehme ich mal Definition von Glück und da gibt es süße kleine Herzchen. Und die machen wir dann nochmal da drauf. Ich weiß nur noch nicht. Rot, genauso wie bei den anderen. Und machen uns da noch was dazu. Wenn ihr unsicher seid, kann trotzdem mal ein bisschen da nachschauen. So, passt zu den Beinen. Ja, jetzt haben wir noch eine Antwort. Entweder schneiden uns das ab oder wir setzen uns da was dran. Also ich schneide es jetzt mal ab. Aber was ihr macht, ihr setzt euch 13 x 13 cm hier auf. Auf den Streifen Kleber drauf und legt euch das schön übereinander. Und da rein. Und dann müsst ihr hier nochmal kontrollieren, weil das war ja vorher auch schon etwas schmaler. Da müsste man auf jeden Fall noch was abnehmen. Ja. Und somit ist mein Modell, was ich euch hier so vorgegeben habe, fertig. Könnt ihr natürlich genauso nachbasteln oder ihr baut noch andere Sachen ein. Ja, kann man das auch so machen, dass es dann so liegen bleibt. Ne? Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen und wenn ihr einen Namen dazu kennt, von genau dieser Variante, Faltvariante, dann gerne. Schreibt mir einfach. Ja, ansonsten bleibt einfach das offen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und viel Spaß noch damit beim Nachbasteln und dem Decken der anderen Modelle von unserem Blogkopf. Hier wart ihr bei Simone Stempelt mit dir. Bye, bye.